Ja, hey Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video habe ich mir mal wieder etwas überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich einen Fancall-Prank mache. Das heißt, ich werde auf Instagram ankündigen, dass ihr mir eure Nummern schicken könnt, auf direkt logischerweise. Und dann werde ich erstmal ein paar Nummern anrufen, dann werde ich Fancalls machen. Und irgendwie bei der dritten, vierten Person werde ich dann einen Prank machen. Ja Leute, also ihr wisst jetzt, was in diesem Video passiert. Ich hoffe, euch gefällt es und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Warum schickst du mir deine Nummer? Oh mein Gott. Warum schickst du mir deine Nummer? Habe ich irgendwie gesagt, dass du mir deine Nummer schicken sollst? Ich kann die jetzt im Internet veröffentlichen. Wie bitte? Ich kann deine Nummer jetzt im Internet veröffentlichen. Spaß, warum wolltest du, dass ich dich anrufe? Du bist gerade live in der Kamera, also sag irgendwas. Hallo! Das war der erste Fancall und jetzt würde ich sagen, wir werden mit dem Fancall-Prank beginnen, weil irgendwie, wenn ich Fancall mache, funktioniert das so nicht so richtig. Ich würde einfach sagen, wir beginnen jetzt mit dem Fancall-Prank. Nein, ich mach kein Fancall. Also eigentlich wollte ich mit dir so privat reden. Geht das? Ja, klar. Weil ich habe dich eben schon angerufen. Ich glaube, du hast mir sogar Bild davon geschickt gerade. Und willst du vielleicht mehr Kontakt mit mir haben? Wie meinst du das? Ja, das heißt, wir tun jetzt erstmal so ein bisschen auf WhatsApp schreiben. Und dann treffe ich mich halt so mit dir mal privat. Deine Eltern, nein, hör kurz auf, nein. Warte kurz. Nein, sag mir kurz ruhig. Deine Eltern müssen noch nichts erfahren. Ich mach sowas nicht. Hä, warum nicht? Weil ich einen Freund habe. Und wie alt bist du? Ich bin 13. 13, guck mal, du hast einen Freund und der Freund hast du doch. Der ist doch nicht so wichtig. Nein, ich meine das ernst. Also ich mach nicht wirklich. Also ich bin so, ich schaue alle deine Videos und so, aber kann ich nicht. Was? Wie alt ist dein Freund? 14. 14, guck mal. Magst du den mehr als mich? Also ich liebe meinen Freund. Und die schaue ich halt und ich mag dich ja so YouTube so. Das heißt, du bist eher so Fan? Naja, also, ja, Fan und... Guck mal, aus Fan kann doch auch Freundschaft werden und aus Freundschaft kann Beziehung werden. Scheiß auf deinen Freund! Ich weiß, so Fan, Freundschaft, alles okay, aber Beziehung, ne? Warum? Weil ich meinen Freund liebe. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ein halbes Jahr. Guck mal, ein halbes Jahr ist doch nichts. Mit mir kannst du ein Jahr oder zwei Jahre sogar. Ja, schön, aber ich mag sowas nicht. Warum nicht? Weil ich willst du vielleicht... Guck mal, warte, ich mach dir ein Angebot. Dein Freund muss doch auch nichts davon erfahren, weil ich habe deine Instagram-Seite auch eben abgecheckt und ich finde dich auch wirklich hübsch. Danke. Siehst du, und du kannst auch zwei Beziehungen führen. So, guck mal, eine Internet. Ist es eine Internetbeziehung oder eine richtige Beziehung bei dir? Mein Freund. Ja, dein Freund. Ja, richtig. Siehst du, und der muss doch nichts erfahren, wenn du dann noch so eine Internetbeziehung machst. Und aus Internetbeziehung können wir uns auch irgendwann treffen. Nein, tut mir leid, ich mag das nicht. Warum? Ich meine, dein Freund muss nichts erfahren. Du kannst mit ihm zusammen sein und mit mir. Nee, tut mir leid, ich mag sowas nicht. Warum? Weil ich einen Freund habe. Das hast du eben schon gesagt, aber guck mal, du musst das. Er muss es doch nicht erfahren. Ich bin aber nicht so. Ich,
kann dich sogar auf Instagram pushen. Ich mache ein Shootout von dir. Das brauche ich ja nicht mal. Warum nicht? Weil ich nicht so bin. Und wieso bist du nicht so? Weil ich halt nicht so bin. Okay. Wie wäre es, wenn wir zuerst auf WhatsApp ein bisschen schreiben und dann auf WhatsApp irgendwie so eine mehr Beziehung aufbauen? Nee, also WhatsApp so ganz normal schreiben, bin ich auch hier. Und so ganz normal schreiben mit Herzen? Was? Was? Ich hab dich gar nicht verstanden. So ganz normal schreiben mit Herzen? Ja, wenn, also Herzen ganz normal, heißt es freundschaftlich nur. Und aus Freundschaft kann Beziehung dann irgendwann werden. Ja schon, aber ich kenne dich jetzt nie übers Internet. Siehst du, du weißt, wie ich bin, also vom Internet. Das ist nämlich meine richtige Art und deswegen weißt du ja so ungefähr, wie ich bin und dann können wir auch Kontakt aufbauen irgendwie. Aber gerade habe ich einen Freund und das wird sich auch die nächste Weile, glaube ich, nicht ändern. Hattest du schon mal mehr Freunde oder ist das dein erster Freund? Nein, mein zweiter. Was? Mein zweiter. Okay, wie lange ging deine erste Beziehung? 2 Monate. Siehst du, das heißt, die mit deinem zweiten Freund geht also länger als der erste. Was? Die mit deinem zweiten Freund ging also länger als der erste Freund von dir. Ja. Siehst du? Und hättest du dir damals denken können, als du mit deinem normalen Freund noch zusammen warst, dass du dann noch so einen zweiten Freund hast, dann so, dass du mit ihm Schluss machst und dann mit dem zusammenkommst? Ja. Warum ja? Ich meine, die Beziehung ging 2 Monate mit ihm. Das war so Grundschulbeziehung. Ach, Grundschulbeziehung. Was ist das jetzt für eine Beziehung mit deinem jetzigen Freund? Keine Ahnung. Siehst du? Und bei mir weißt du... Nein, guck mal, du weißt es nicht. Bei mir weißt du, was es da für eine Beziehung ist. Bei mir ist es nämlich eine richtige Beziehung. Wieso? Ja, weil ich mehr für dich machen kann. Dein Freund, ich weiß nicht, ich glaube, er kann gar nicht. Hat er schon mal was dir geschenkt? Ja. Hast du dich darüber gefreut? Ja. Okay, und wenn ich dir was schenke, würdest du dich dann auch freuen? Ja, schon, aber du bist nicht mein Freund. Ja, aber wenn ich dein Freund wäre? Ja, freuen würde ich mich schon. Siehst du, und wenn du jetzt so tust, als wäre ich dein Freund, dann sind wir quasi in Beziehung. Was? Ey, ich drehe gerade Video, ich sollte ein Fake oder Prank sein. Ist es okay, wenn du im Video bist? Was? Was? Ich hab dich gar nicht verstanden. Ich drehe ein Video. Ist es okay, wenn du im Video bist? Das ist ein Prank. Ja. Okay, ciao. Ey, Mann, ich hätte jetzt so gedacht, dass es voll eskaliert, aber nö. Naja, Leute, ich hatte irgendwie selber Schiss bei der Situation. Sie kam sich, glaube ich, selber auch ein bisschen verwirrt vor. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr davon sehen wollt, dann würde ich mich über eine positive Bewertung von euch sehr freuen. Ich würde sagen, bei 5000 Likes werde ich sowas vielleicht nochmal machen. By the way, Leute, nehmt dieses ganze Video bitte mit Humor, weil es war für mich selber ein bisschen komisch. Wirklich, wenn ihr auch mal von mir angerufen werden wollt oder geprankt werden wollt, hier ist mein Instagram-Name, da passieren vielleicht das ein oder andere Mal ein paar Aktivitäten von mir. Also Leute, hier habe ich euch noch das letzte Video verlinkt und da oben könnt ihr mich abonnieren. Ja, und jetzt würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und ja, Leute, bis zum nächsten Video. Ciao.